Moin Leute, heute würde ich gerne mal ein Rezept ausprobieren, was es eigentlich schon länger gibt, nämlich veganes Mett. Ja, hatte bestimmt schon mal gehört, dass man das einfach aus Reiswaffeln nachmachen kann. Und ja, ich habe das noch nie ausprobiert, muss ich ehrlich gestehen, obwohl ich jetzt seit 2,5 Jahren, glaube ich, schon vegan bin. Ja, das soll genauso wie Mett schmecken, schreiben immer alle Blogger jedenfalls. Kann ich mir jetzt noch nicht so vorstellen. Ich habe es allerdings auch ein kleines bisschen modifiziert. Ja, mal schauen. Los geht's. So, dafür brauchen wir erstmal die Reiswaffeln. Das sind jetzt 100 Gramm. Und die müssen wir erstmal klein bröseln. Einfach mit der Hand, so fein es geht. So, ist doch ganz schön viel geworden. Ich nehme jetzt mal eine größere Schüssel. Dann habe ich hier zwei Zwiebeln und die werde ich einfach ganz fein hacken. So, das Ganze einfach zu den Reiswaffeln dazugeben. Dann habe ich hier eine Knoblauchzehe. Die könnt ihr jetzt, wenn ihr wollt, pressen oder reiben. Meinetwegen auch klein mixen. Ich werde es jetzt ganz einfach in feine Stückchen schneiden. Dann habe ich hier 100 Milliliter Wasser. Also zumindest habe ich die Mengenangabe in zwei verschiedenen Rezepten gefunden. Und ja, sieht mir auf die Menge jetzt irgendwie ein bisschen wenig aus. Ja, aber mal schauen. Dann habe ich hier ungefähr einen Esslöffel Tomatenmark. Das sind ca. 25 Gramm. Den gebe ich einfach zu dem Wasser dazu. Außerdem einen Teelöffel Senf. Ca. 10 bis 15 Gramm. Einen halben Teelöffel Paprikapulver. Und die drei Sachen verrühre ich jetzt schön, bis sich daraus eine schöne homogene Masse gebildet hat. Dann habe ich hier noch einen Esslöffel Hefeflocken, die gebe ich zu den Reiswaffeln dazu. Ein bisschen Pfeffer nach Geschmack. Und Salz würde ich mal sagen, erstmal einen Teelöffel und dann kann man später immer noch mal abschmecken. So, zu dem Reis kommt jetzt die Flüssigkeit. Und jetzt knete ich das Ganze einfach schön unter. Wenn ihr übrigens nicht so auf rohe Zwiebeln steht, das trotzdem nachmachen möchtet, dann versucht doch einfach mal die Zwiebeln ja, ganz klein zu hacken, so wie hier auch. Und die dann ganz kurz im Fett glasig zu braten. Dadurch geht der Zwiebelgeschmack auch so ein bisschen verloren. Und die sind dann nicht ganz so streng. So wie gedacht ist irgendwie ein bisschen trocken geworden, finde ich jetzt jedenfalls. Ich gebe jetzt nochmal 50 Milliliter dazu, also 150 insgesamt. Und nochmal ein Esslöffel Tomatenmark, weil das auch nicht so wirklich kräftig ist. Also insgesamt 50 Gramm ungefähr. Die verrühre ich nochmal schnell. So, nochmal dazugeben. Oh ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. So, es sieht jedenfalls schon mal ein bisschen aus wie Mett. Ja, mal gucken, ob es auch so schmeckt. So, mal probieren das Ganze. Also wirklich wie Mett schmeckt es nicht. Oder meine Erinnerung an Mett ist irgendwie total verblasst. Trotzdem ist es sehr lecker. Und von der Konsistenz, finde ich zumindest, ist es ziemlich ähnlich. Man könnte fast schon sagen, genauso. Also ich glaube, wenn man da noch ein bisschen mehr Würze reingeben würde oder noch ein bisschen mehr Tomatenmark, dann könnte das vielleicht sogar noch ein bisschen ähnlicher werden. Ja, ich mag es eigentlich so schon sehr gerne. Ja, das ist glaube ich ein Brotaufstrich, den ich mir demnächst öfter mal machen werde. Ich habe übrigens vorhin mal die Hälfte von dem Mett abgenommen, denn ich habe irgendwo in einem Forum gelesen, dass jemand sich da ein oder zwei Eier reingeschlagen hat und das Ganze als Buletten gebraten hat. Und das würde ich jetzt gerne nochmal als vegane Variante ausprobieren. Ja, mal gucken. Da das jetzt hier natürlich die Hälfte von dem Rezept ist, müsst ihr natürlich immer das Doppelte nehmen. Ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen Wasser, 50 Milliliter, um das Ganze nochmal ein bisschen geschmeidiger zu machen. Also aufs ganze Rezept gesehen wären das dann 250 Milliliter. Außerdem nehme ich jetzt mal zwei Esslöffel Kichererbsenmehl.
Für euch sind das dann natürlich 4 Esslöffel Kichererbsenmehl. Dann gebe ich jetzt nochmal 1 Esslöffel Semmelmehl dazu. Knete das auch nochmal unter. So, das sieht jetzt auch aus wie ja, richtiger Bulettenteig sozusagen. So, eine flache Pfanne mit ein bisschen Olivenöl. So, dann habe ich hier eine kleine Schüssel mit warmem Wasser. Damit kann ich jetzt super ein paar kleine Buletten formen und die einfach in das heiße Fett legen. Den Herd gleich mal auf mittlere Hitze ungefähr runterschalten. So, die sehen auch schon gut aus jetzt. Werde ich gleich mal rausnehmen. So, vom Aussehen her sind die schon mal total super geworden. Ja. Schauen, wie sie geschmacklich sind. Und innen sind die auch noch schön weich auf jeden Fall. So, mal kosten. Mmh. Mmh. Oh ja. Oh, die sind ja lecker. Wow. Mmh, ja, also unfassbar lecker. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Ja, so einfach könnt ihr vegane Buletten machen. Ja, wenn ihr sie auch glutenfrei haben wollt, müsst ihr in dem Fall einfach nur das Semmelmehl weglassen. Das sollte eigentlich dann trotzdem funktionieren. Und das vegane Mett soll, zumindest nach dem, was ich gelesen habe, nach ein paar Tagen im Kühlschrank auch noch leckerer werden, weil es einfach noch weicher wird und noch mehr durchzieht. Ja, kann ich mir auf jeden Fall auch sehr gut vorstellen. Okay, das war es auch schon wieder. Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, was ich unbedingt mal als Video machen soll, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ba ba da ba.